Ich werde alles in die Luft jagen. Das Land kann mir gestohlen bleiben. Wenn ich fertig mit dem Bau bin, damit alles brennen. Komm schon, Niki. Nimm das Zeug aus deinem Gesicht. Man könnte denken, du wärst wie ein Verrückter mit Turban und Bart. Na gut, Frau. Aber nur, wenn du an den Herd gehst und mir wieder Essen machst. Du störst mich beim Pläne-Schmieden. Okay. Gut, jetzt siehst du nur noch aus wie ein Verrückter. Verdammter Freak. Wie war das? Nichts. Zu deinem Glück! Blau! Freak! Gott, auf was habe ich mich da nur eingelassen? Frau, ich will Bier! Aber solange er das Land zum Brennen bringt, ist alles gut. Frau, wo bleibt denn mein Bier? Verdammt, hier hast du dein Bier. Hey, Frau, wie soll ich denn das jetzt noch trinken? Such dir selbst eine Möglichkeit, Freak. Gelb! Wenn das so weitergeht, werde ich wohl wieder Dr. Beautiful schrecklich besuchen müssen. Ach, waren das noch tolle Zeiten. Frau! Boah, wenn er noch einmal meinen Namen ruft, dann bringe ich ihn um. Hey, was bist du denn für ein süßes Baby? Hunger! Moment mal, wie kommst du hier überhaupt rein? Und wo sind deine Eltern? Mehr! Hey, das war mein Lieblingsmesser aus rostbeständigem Hochleistungsstahl und mit Klingenveredelung von Hand. Hunger! Oh, da unten ist ja noch ein Baby. Warum seht ihr so gleich aus? Ah, was machst du mit meinem Bein? Nein, da kommen ja noch mehr. Oh, jetzt hat sie schon wieder eine Spinne gefunden. Eine ganze Spinnenkolonie. Ah, jetzt sind sie weg. Hey, das Zeug kenne ich doch. Rot! Oh, was bist du denn für einer? Hunger! Hey, lass das in Ruhe. Das ist hochempfindlich. Weiß! Hunger! Ah, was wollt ihr von mir? Essen! Hunger! Was? Ja! Rot! Woher und was zur Hölle sind diese allesfressenden Babys? Seit wann braucht man zum Bombenbau lediglich einen Schraubenzieher? Und wer ist Dr. Beautiful schrecklich? Fortsetzung folgt.